Hallo, die ist wieder X-Squad mit Mingo X4. Wir finden uns offenbar in der Gedenkhalle und müssen im Gegensatz zu Zero diesmal tatsächlich kämpfen. Das ist interessant. Dann haben wir unseren Kampf gegen Colonel wohl dieses Mal hier. Was soll das? Colonel? Hören Sie auf mit diesem. Hören Sie damit auf. Achso, hören Sie auf mit dieser Narretei. Niemals. Colonel, bitte. Überdenken Sie das noch einmal. Die Ripley Force muss unabhängig sein. Unser Kampf wird das entscheiden. Was zum... Ah, komm schon. Interessantes Konzept. Ich darf in diesem Fall einfach nicht zu früh ausweichen. Okay. Im anderen Fall musste ich deutlich früher ausweichen bei Cyber Peacock. Bei ihm ist es nun umgekehrt. Naja. Nee. Axe springen wäre nicht verkehrt. Ja, komm schon. Das kriegen wir hin. Ja. Er hält halt gut was aus, das muss man sagen. Also das ist halt schon ein Unterschied. Mit Zero hatten wir einen Colonel vor uns, der wesentlich weniger ausgehalten hat. Wow. Das war ungewollt. Beeindruckend. Aber das Ergebnis wird nicht das, wird das, aber das Ergebnis wird beim nächsten Mal nicht dasselbe sein.
Bis dahin. Colonel! Okay. Ein kleiner Zwischenkampf, den wir mit Zero nicht hatten, warum auch immer. Bei Zero hatten wir eine Videosequenz. Okay, es wird nichts weiter dazu gesagt. Okay, wir haben gekämpft, sind wieder da. Ende. Keine weitere Erwähnung wert. Okay. Also. Wir wissen, seine Waffe ist gegen ihn effektiv. Seine Waffe ist gegen ihn effektiv. Leider wissen wir aber nicht, wie es sich... Ja, warum gehe ich eigentlich noch nach Schwächen? Das ist doch kompletter Blödsinn. Nee, wir gehen zu Dragoon. Magma Dragoon. Magma. Schön ausgesprochen. Magma. So, stellt sich halt die Frage. In diesem Level hatten wir auch keinen Energietank oder sowas. Ach ja. Ich muss aber sagen, mir gefällt die Musik hier sehr gut. Dieses Level hat eine wirklich schöne Musik. Stellt sich noch gerade die Frage. Nee. Dachte, hier oben könnte vielleicht was sein. Nee, nee. Man muss ja schon einmal schauen, wo sich was verbergen könnte, ne? Au. Einfach durch. Ungewöhnlich Lebenspunkte spendabel, dieses Level. Au. Andererseits, könnte es nicht auch theoretisch sein, dass in so einem Abgrund hier einfach mal so eine Kapsel ist? Sollte ich später nicht fündig werden, muss ich leider auch hier dann mal gegebenenfalls etwas genauer nachschauen. Nein, auch hier ist nichts. Well. Hier vielleicht? Ne? Diese furchtbare Waffe. Aber nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Oh. Ach so. Ah. Ich dachte mir bei Zero damals schon, wo soll denn hier die Schwierigkeit sein? Aber okay. Da war sie. So, jetzt sollen wir uns ja ein bisschen sputen, weil uns da sonst was kaputt gemacht wird. Gott sei Dank geht das hier, was ich dank meinem zweiten Durchlauf weiß. Eine einzige Frage: Wie komme ich darüber? Also,
Mein Gott, ich hab's doch gerade noch benutzt. Okay, meine Waffenenergie wird zwischen den Levelabschnitten auch nochmal aufgefüllt. Das ist ungewöhnlich freundlich. Ach. Auch was Lebenspunkte anbelangt, ist das Spiel sehr spendabel, muss man sagen. Aber hier werde ich stutzig. Da oben ist doch was. Aha. Okay. Auch das nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah. Entweder nicht die richtige Waffe. Oder ich müsste irgendwie die Ride Armor darüber schaffen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee. Da fehlt mir einfach die Waffe. Aber damit haben wir schon mal wieder eine weitere Kapsel ausfindig gemacht, meine ich. Ja. Das da oben war so versteckt, da muss was sein. Auf der anderen Seite, ich hätte auch theoretisch... Nee, auf der anderen Seite wäre ich nicht hochgekommen. Ich brauche irgendjemandes Fähigkeit. X, du bist also angekommen. Dragoon, warum hast du das Hauptquartier verraten? Du wirst mich erst besiegen müssen. Aber wir sind Verbündete. Du bist so naiv. Hör genau zu. Ich habe Skylagoon herunterfallen lassen. Oder herabstürzen. Und ich würde es wieder tun. Nein, das waren unschuldige Menschen. Du bist nicht Dragoon. Du bist nur ein Maverick. Das hast du richtig verstanden. Mach dich bereit, X. Es ist Zeit, dass du mir zeigst, was du tun kannst, was du kannst. Dragoon, du könntest auch versuchen, mich zu treffen. Nur so ein Tipp. Schluss. Tja, haben wir zwei größere Kämpfe gemacht und die Folge ist trotzdem nur unter 20 Minuten. Ist doch schön. Und ich hoffe, ich konnte die Knacksgeräusche diesmal zumindest ein wenig ein bisschen drüber quatschen. Du bist stark, X. So eine Verschwendung. Warum, Dragoon? Ich wollte schon immer gegen dich kämpfen. Dann ist er aufgetaucht und... Er ist aufgetaucht? Wer? Er sagte mir, ich soll für die Repliforce arbeiten. Um dich in einen Kampf zu verwickeln. Du hast das nur getan, um gegen mich kämpfen zu können? Das war's wert. Für ein finales Duell. Dragoon!
Ist aber schnell abgehauen jetzt. Rising Fire. Feuert Feuerenergie vertikal. Okay. Effektiv gegen alle Gegner in der Luft. Okay. Einige Objekte könnten hiervon ebenfalls verbrannt werden. Ach nee. Tja. Tja, in das Level dürfen wir irgendwann nochmal zurückgehen. Ich möchte natürlich mit X die ganzen Rüstungsteile finden. Na gut, aber unser nächster Gegner steht fest. In der nächsten Folge kümmern wir uns um Frost Walrus. Ich erinnere mich. Diesmal erinnere ich mich. Und dann würde ich sagen, sie und ich bin nächstes Mal dabei. Mir gibt nichts hier. Ich bin XC. Bis dann, Leute. Ciao.